Spiu, spiu, spiu. Ich hoffe, es geht euch gut, ne? Herzlich willkommen zu einer weiteren Alter, wie mich die Musik beflügelt, Episode von Gothic 3 hier auf meinem Channel, ne? Ich bin dieser P und dies ist mein Kanal. Was hatten wir eigentlich vor? Ah, ja, genau. Wir wollten zu, ne? Und dann uns zu Ramirez eskortieren lassen und danach den Nightfall nutzen, um ordentlich Seelenkelche abzurippen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich bin ja gespannt. Ne? In den meisten Fällen würde ich behaupten, die Sachen, die ich mir hier vornehme, die klappen eigentlich 1A, ne? Oh, goodness. Wisst ihr was? Weil viele unter euch, die das wahrscheinlich nicht mitbekommen, ihr seht bestimmt hier und da, dass in letzter Zeit wieder Kenshi, die heilige Flamme, so zwischen 3- und 8-stündigen Videos hochgeladen werden, weil ich das eben gerade nochmal so ein bisschen im Stream zocke, da das etwas ein etwas jähes Ende gefunden hat, wie ich finde. Das ist die falsche. Aber es gibt auch Good News für die Gothic-Community. Und zwar, und das habe ich eben vor allem in den Streams verlauten lassen, deswegen sage ich es hier nochmal, ne? Ich habe mir vorgenommen, jetzt, ich habe gestern gestreamt, gestern Montag, 25.11., werde morgen streamen, 27.11., wenn ich glaube, dieses Video dann auch irgendwann rauskommt, bin ich schon am Streamen und so, wisst Bescheid. Und dann bin ich höchstwahrscheinlich durch, denke ich mal, mit diesem Kenshi-Run. Und danach hätte ich übelst Bock, Gothic 2 zu streamen, ne? Einfach reinlöten. Irgendwo auch aus dem Grund, weil ich es halt schon nice fände, wenn ich es auch zweimal gezockt hätte. Bevor ich die Review dazu mache. Ne? Ich würde dann super gerne nochmal, einfach weil ich jetzt ja, da habe ich als Mage gespielt, wir können uns alle entsinnen. Ne? Hier bin ich jetzt gerade Fernkämpfer und entsprechend fände ich mal wieder geil, irgendwie im Nahkampf reinzugehen. Sprich, ich sehe mich da irgendwie als heiligen Paladin, ne? Der irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Magie beherrscht, was bei den Paladinen ja auch irgendwo, ne, so ein bisschen dazugehört, sage ich jetzt mal. Und in dem Sinne habe ich da mega Bock drauf. Da könnt ihr also schon mal gespannt sein. Wenn alles so läuft, wie ich mir das erträume, geht's da ungefähr, ja, nächste Woche Montag im Stream los. Ich bin halt immer so morgens, mittags am Start, müsst ihr euch aber gar keine Sorgen machen. Ich werde die Bots auf jeden Fall hochladen. Weiß noch nicht, ob ich hier auf dem Hauptkanal oder auf dem Nebenkanal. Eigentlich lade ich die Streams immer ungern auf dem Hauptkanal hoch, einfach weil ich mir denke, ey, das ist halt videoqualitätstechnisch nur 1080p, ne? Da habe ich nicht noch an der Audio rumgeschraubt und so. Das mache ich ja normalerweise bei den Let's Plays immer. Also hier liegen immer gewisse Filter, die ich voreingestellt habe. Das ist nichts, was lange dauert oder so, ne? Aber das wäre dann da halt alles nicht der Fall. Qualitativ ist das, ich sag mal, nicht ganz so hochwertig, wie der restliche Content, den ich hier hochlade. Oho, Alter, ein Rattenflügler, ne? Das ist ja spannend. Genau. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, ne? Lasst gerne mal da, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, ey, Alter, ja, let's go, sind wir richtig hart dabei. Ich glaube, ich würde es auch einfach, weil ich damals das Playthrough vom ersten Gothic, das ich ja noch gemacht hatte, auch auf dem Zweitkanal hochgeladen habe, würde ich es, glaube ich, auch auf dem Zweitkanal hochladen. Na, der Hauptgrund, weshalb Kenshi-Videos jetzt, die gestreamt wurden, hier auf dem dieser P-Kanal rauskamen, war ja, weil die zu einem Let's Play gehören, das hier halt gezockt wurde. Na, und entsprechend machen die da in der Playlist einfach am meisten Sinn, weil auf dem Zweitkanal wären die ja gewissermaßen so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Da werden die dann vielleicht als neues Projekt wahrgenommen oder so, wisst ihr, wie ich meine? Und weil ich das nicht wollte, habe ich die eben, ja, genau. Also, na, da könnt ihr euch freuen. Ich glaube, das wird eine coole Sache. Hab mir gestern schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wie lange das wohl dauern wird. Weil für Gothic 1 haben wir echt nicht lange gebraucht. Das waren, glaube ich, 7 Streams, ne? Und die waren nicht mal sonderlich lang hier und da. Also, das ging dann echt schnell. Von wo denn? Naja. Na? Und deswegen, ich bin guter Dinge. Man kann ja ungefähr sagen, wir haben für Gothic 2 so circa 100 Stunden gebraucht. Ja, also, ne? Das sind, wenn wir jetzt schneller sind, weil ich ja auch besser Bescheid weiß und so, und wir quasi als Community da so ein bisschen zusammen rumfuchteln, würde ich sagen, geht das eine ganze Ecke schneller und entsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie in 2 Monaten Streamen abgefrühstückt ist oder so. Vielleicht sogar schneller, weil das ja auch noch Weihnachtszeit und so, ne? Da werde ich auf jeden Fall gut loslöten. Mann, gegen die vorher war ich im Nahkampf so stark, ne? Und jetzt wieder so reingeschissen hier gegen den. Naja, hat gepasst. Genau, das ist so ein bisschen die Geschichte. Ich bin da alles in allem super guter Dinge. Ich glaube, das wird hyper lustig.
Ich habe auch richtig Bock drauf, muss ich euch sagen. Und ich bin noch so ein bisschen hin und her gezogen. Wo ist das denn? Ist das unter mir? Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Ob ich das ohne Nacht des Raben spielen soll. Weil viele von euch halt gemeint haben, dass man dann erst sieht, wie krass, das als Add-in quasi fungiert. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich Nacht des Raben halt so geil finde, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich es ohne spielen will. Also ob ich mir das nehmen will. Denn wenn ich das damals richtig verstanden habe, ist das ja der gesamte Content hier irgendwie, auf der neuen Welt und so. Das wäre schon ein bisschen schade. Die sind hier unten, oder? Ja. Alter, hä? Ja, woher denn er? Ja, ich dachte schon unter mir, ne? Aber jetzt macht er hier übelst einen auf Schwebe aus Kenshi. Die kommen auch so aus dem Sand rausgeschissen und sehen auch ziemlich ähnlich aus, ne? Ja, ich verstehe schon. Junge, die Spieleuniversen vermischen sich hier. Ich bin komplett in der Matrix gefangen, sag ich euch. Gotta get me out of here by liking this video. Na, Alter, was für eine smooth Transition, oder? Um euch die Likes aus der Tasche zu ziehen. Quatsch. Ja, wisst Bescheid. Na, also das ist die Idee. Ich glaube, das ist eine geile Idee. Und dann, bin ich auch mal gespannt, wie lange Gothic 3 noch dauert. Ich meine, ich bolze halt Episoden, das kracht. Da dürft ihr im Übrigen gerne auch immer mal Feedback dazu dalassen, ob euch das gerade viel ist, ne, ob's okay ist. Ja, also ich weiß ja nicht, ich denke mir schon immer so, es sind ja gerade wieder, was weiß ich, zwischen 5 und 7 Episoden pro Projekt pro Woche. Das ist schon super viel Content irgendwo, ne? Alter. Ja, moin. Aber, ja, irgendwo denke ich mir halt auch so, ich will halt auch hustlen, ne? Ich habe halt auch Bock. Und neues Projekt. Schade, dass hier nie was geht irgendwie. Kann man denn da vielleicht irgendwas aktivieren oder so, wenn man da die richtigen Items hat? Oder gibt's da Quest-wise noch was? Oder wäre das sowas, wo man in den Modpacks dann nochmal vielleicht Quests bekommen würde? Weil dann ist Gothic 3 mit so Modpacks, denke ich, definitiv auch eine Sache, die man vielleicht noch irgendwann mal streamen könnte. Aber versteht das nie falsch, die Streamliste ist geschissen voll, ne? Also nachdem ich mit Daphne bei Raft noch durch bin, mal gucken, wann wir da irgendwann durchkommen, dann muss halt immer zusammenfallen, dass sie mega viel Zeit hat, ich mega viel Zeit habe und wir nicht in letzter Zeit so wenig Zeit miteinander verbracht haben, dass wir sagen, okay, lass mal streamen und nicht irgendwie was machen, was wir halt sonst so machen, ne? Und in dem Sinne, weiß ich nicht, das ist gerade ein bisschen schwierig einzuschätzen. Denn dann steht danach noch ein Projekt an. Sie hat mir nämlich neulich ein Spiel auf Steam geschenkt und sich selbst auch gekauft. Und das will sie mit mir zocken. Und ich habe ihr ein Spiel geschenkt und mir es auch gekauft. Und das will ich mit ihr zocken. Das heißt, ne, da ist die Liste auch schon wieder relativ voll. Und was meine Playthroughs von irgendwelchen Sachen betrifft, die ich gerne streamen will, ja, da sind schon auch wieder einige Ideen drauf. Ne? So, jetzt aber hier, Freundchen. Übrigens, es wurde aufgeklärt, ne, letzte Episode wurde sein Name erwähnt, das hieß aber nie, dass Orgnarok dahin muss, ne, verzeiht, da war ich zu deep in meinen Ausführungen drin, wie es scheint. Schande über mein Haupt. Na gut. Bring mich zu Ramirez. Genau so. Dann folge mir, Vater der Freuden. Das war jetzt wichtig, ne? Okay. Der Mesia, Alter. Warum denn Vater der Freuden, wenn wir zum Ramirez gehen? Hat er ein paar Tänzerinnen, die er nicht mehr braucht? Oder wie sieht's da aus? Da müssen wir mal gucken, wie wir noch an die andere tanzende Dame rankommen. Beim, wie hieß er nochmal? Ich glaube, Murat war das, gell? Ja. Das wäre ja cool an und für sich. Na, ja, weil das mit Alima tut mir schon immer noch super leid. Da kann man halt, ne, das sind halt so Sachen, da kannst du halt gar nichts machen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich finde bei sowas immer die Quickloads schwierig, weil ich mir halt immer denke, gerade bei solchen Sachen, das ist doch auch witzig, wenn man das irgendwie vielleicht beim nächsten Playthrough dann hinbekommt und sich dann halt freut, ne?
Deswegen finde ich ja auch hier und da, ich sag mal, wisst ihr, wie ich meine, wenn jetzt irgendjemand wieder reinschreiben würde, ah ja, wenn du die jetzt abgegeben hättest, wäre dies und das passiert. Ja, ist schön, ist auch lieb gemeint, ne, aber das hätte ich gerne eventuell noch beim nächsten Playthrough dann erlebt. Das rennt mir ja nicht weg. Ja, so, also, für dieses Playthrough dann schon, aber... Er ist dort unten. Ihr wisst, was ich meine. Das klingt auch wieder nach, ne, aber okay. Danke, Mesir. Bestimmt ist er da unten. Er ist tatsächlich da unten. Erzrohling. Der rattige Rohling, ne? Der Blutlache. Wie steht's hier? Und? Hast du ihn gefunden? Zumindest das, was übrig war. Dann lass uns jetzt zu Murats Oase gehen, bevor wir auch noch so enden wie er. Ja. Gehen wir zu Murats Oase. Let's go. Ich kenne den Weg, aber du musst mich beschützen. Das ist okay, das ist okay. Im Leute beschützen bin ich spitze. Die Vocals, die hier gerade singen und diesen epischen Ton verlauten lassen, ne, das sind quasi Alimas Überbleibsel, die jetzt aus der Geisterwelt zu mir sprechen. Und da ihr episches Leid beklagen. Wir hatten schon auch es war schon ein ziemlich legendäres Adventure, das wir zusammen durchlebt haben. Wir haben... Alter, wir waren beim Riordian, oder? Ich glaube, der war's. Ich bin mir dann... Nee, Merdarion, oder? Es war Merdarion? War es Riordian? Merdarion? Ich weiß es nicht. Die beiden verwechsel ich so gern, ne? Wir haben Sandcrawler zusammen erledigt, Alter. Ne? Ich werde das Biest töten. Solche Sachen... War... Alter... Es war komplett wild, würde ich behaupten. Du sollst in der Sonne verdorren. Unter innersengendem Fluch, wie man so schön sagt, ne? Genau, also... Du... So viel Spaß, wie man in einer Episode zusammen haben kann, hätte ich jetzt gesagt. Doch, doch. Und dann... Dann war alles vorbei. Ah, da höre ich schon wieder Crawlily. Ja, ja. Hab dich schon gehört, ne? Dich schon gehört. Meliar wartet auf dich. Ups. Der war ass, ne? Das war weder Maus-Squishiness noch sonst was. Das war einfach nur Spiel, das sagt, ey, ich sehe das nicht ein. Alter, der macht ja Damage. Wo muss ich dich denn beschützen? Der Sonne verdorren. Ah, guck mal. Was war denn das? Meliar wartet auf dich. Der war wild. Das ist so ein Witz, Alter. Also, ne, ich werde viele Sachen an Gothic 3 auf jeden Fall nicht vermissen. Wenn wir dann wieder Gothic 2 spielen, irgendwie so als übelst geiler Paladin und so. Ich muss euch sagen, ich bin jetzt schon heiß drauf, ne. Ich habe auch wieder Lust auf den Hero, wie er Hero ist. Ich habe auch wieder Lust auf, Alter, einfach alles so, ne. Ah, und ich habe vor allem wieder Lust darauf, mit der Steuerung zu leben. Alter, Steuerung und die Richtungstasten, yo. Du cute Perle. Doch, doch, da sehe ich mich schon wieder. Das wird gut. Den nehme ich mit. Den gleich auch. Gibt Dinge, die sind mir so wumpe, dass ich selbst erstaunt bin, ne? Hier, guck mal, hier hatten wir doch unter anderem hier das Zeug von den Heldentaten, die ich zusammen mit Alima erlebt habe. Da wären nochmal 8 Pilze. So, sollen wir die jetzt eigentlich aus dem Leben holen oder wie hattest du dir das eigentlich erträumt? Schon, oder? Also ich wäre dafür, dass wir die richtig abschlachten. Weil dann kommt die Tänzerin ja vielleicht eh mit, oder? Schlecht eine andere Wahl. Wir sind da. Ah, wir sind da. Wunderbar. So, jetzt. Vielen Dank für deine Hilfe. Fallen die uns jetzt im Rücken. Können wir uns eine Weile ausruhen. Echt? Hier, nimm das. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Okay. Was willst du? Ja, hier geht nichts. Echt, ich war mir irgendwie sicher, dass die uns jetzt in den Rücken fallen, so. Okay, naja, ist ja erstmal Wumpe. Jetzt haben wir das geregelt. Das bedeutet, wir können jetzt auch in der Stadt sagen, ey, Ramirez, so und so, ne? Ja, die Seelenkelche. Strafe den Sklaven Yusuf, das könnten wir noch machen.
Ja, oder? Ab zum Yusuf, der war weiter im Norden. Ich kann mal gucken, wo müssen wir da von hier aus hin? Also müssen wir ja komplett nach da. So, ne? Ungefähr. Das wird wild. Den zu finden kann eigentlich nur gut werden, aber kriegen wir hin. Und dann würde ich von da aus, wenn wir das hoffentlich schnell hinbekommen, obwohl, eigentlich können wir uns auch ein bisschen Zeit lassen. Ja, ja, doch, das müsste passen. Und dann porten wir von da aus zurück nach, Morasul. Morasul. Und dann wird richtig gelebt. Alter, da kann man ja erzen. Abgebrochen. Ist ja nice. Ja, was habe ich da gerade aufgesammelt? Irgendwas, oder? Ja, ja. Spastje. A Fläschle. Okay. Ja, dann erzen wir hier geschwind. Die Schwefelbrocken müssen, ne? Müssen dem Inventory hinzugefügt werden. Ich sag euch, auf der Liste der Spiele, die ich mit Daphne zusammen zocken will, ist auch vor allem ein Game drauf, das ist seit 4 Tagen im Early Access. Als ich es vor 2 Tagen entdeckt habe, hatte das 900 Rezensionen auf Steam bei 98% positiv. Und jetzt hat es mittlerweile knappe 2000 und ist bei 97% positiv. Ein Early Access Spiel. Na, wo die größte Kritik zu sein scheint, es wäre noch nice, wenn es mehr Content gäbe für einen Zehner. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist doch, ich kann das gar nicht glauben. Das ist die Kritik, die man sich ja wünscht, oder? So, niemand hat irgendwas zu meckern? Nee, die wünschen sich mehr Content. Ist das geil, oder? Also ich finde, da horcht man doch auf. Was? So, ihr findet alles geil und wünscht euch einfach nur mehr Content? Ja, bitte. Das ist doch super verheißungsvoll. Also ich bin mega gespannt. Ich bin mega gespannt, Leute. Das wird richtig gut. Das wird hier richtig erlebt werden. So, oh. Die Baumhitbox, ne? Auch wieder ganz wild. Ah, das sind 5. Ich dachte, das wären nur 4. Ah, es sind 6. Ich dachte, das wären nur 4. Squee, squee, squee. Machen die Pfeile, ne? Scharfer Pfeil. Alter, diese Soundtracks. Werde ich da jetzt ja nicht schon eine Minute lang stand, ne? Dann überlegt er sich da zu rutschen. Ach, ich feier's doch. Ach, die sammle ich jetzt nicht alle, das ist mir jetzt zu doof. Das ist mir jetzt zu doof. Okay, so, wie sieht's denn aus? Alter, ich gehe ja übelst falsch. Da ungefähr, ne? Alles klar. Müssen gucken, dass wir zum Nachteinbruch wieder in Morasul sind, aber das kriegen wir hin, denke ich mal. Ja, das habe ich ja ewig nicht gehört. Ich würde übelst gerne mal wieder den Early-Wüstenbanger hören, ne? Den Banger, mit dem man quasi nach Warant kommt. Alter, der ist so bodenlos. Auf den habe ich wieder so Bock. So, wo waren die denn jetzt, die Haudegen? Ja, doch, ungefähr da, hätte ich gesagt. Irgendwo, ne? Die waren schon ziemlich mittig. In diesem mittleren Teil der Wüste. Ob das mit dem Sandcrawler vorhin wohl Absicht war, dass der so aus dem Boden rauskam? Ich wage es irgendwie zu bezweifeln, muss aber sagen, dass ich super nice fände, wenn das so wäre, oder? Wie gesagt, die Skimmer bei Kenshi, zu Deutsch Schweber, ne, die machen das. Die sehen den auch ziemlich ähnlich, finde ich. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal angemerkt, dass ich finde, dass die sich ähnlich sehen. Ich habe ja auch generell in der Review zum ersten Teil angemerkt, dass das Gegnerdesign sich hier und da erstaunlich ähnelt, wie ich finde. Na, ja, wisst Bescheid. Ich habe den Auftrag, dich zu töten. Scheiße, bleib ganz ruhig. Mann, bitte tu das nicht. Will ich kann dir bestimmt noch nützlich sein. Was mache ich jetzt mit dir? Sag den Leuten in Morasul einfach, ich wäre entkommen. Hey, kein Mensch interessiert sich für den alten Yusuf. Ich werde verschwinden wie Wasser im Sand. Und du wirst nie wieder von mir hören.
Ich überleg's mir. Dann könnte ich aber auch einfach sagen, er ist tot, oder? Ja. Ja, ich will ihn eigentlich echt ungern umbringen, sage ich euch, wie es ist. Der arme Junge, ne? Kann nix, will nix und hat nix. Und dann soll man den irgendwie den Chaos machen hier. Vor allem, weil der auch irgendwie so hart unbewaffnet und nackt ist. Finde ich nicht ganz so ideal. Okay, dann ab geht's. Morasul. Müssen dann noch so ein bisschen auf den Nightfall warten. Aber allzu lang wird das nicht dauern. Was könnten wir denn in der Zwischenzeit machen? Jetzt gucken wir mal nach, ne? Die Mondklinge will ich nicht verkaufen. Strafe den Sklaven Yusuf. Ja, genau. Da könnten wir jetzt ja vielleicht irgendwie Kalesh sagen, ey. Die Stadt ist voller Diebe. Wer ist Yusuf, ein Mörder? Dann könnten wir nochmal mit Fasim reden, oder? Alter, wo war denn Bandaro? Digga, das ist das ewige Problem, oder? Also, ich muss ehrlich sagen, ne? Ich wäre mit dem Spiel, mit jedem Gothic, 10-mal so schnell durch, wenn man einfach so wüsste, wo die Leute sind. Ich verstehe ja, wisst ihr, wie ich meine? Ich verstehe übelst euren Punkt so von wegen, man muss die halt suchen und so. Und die Quests fügen sich eher zusammen. Das hier ja schon meiner Meinung nach weniger der Fall, als es jetzt zum Beispiel in Gothic 1 und 2 der Fall ist. Aber, ne, die Art und Weise ist klar, es gibt halt keinen Questmarker. Das finde ich ja auch nice. Aber wenn du sie gefunden hast, dann schreib das doch bitte mit in dieses Logbuch rein. Wo die waren, Mann. Als ob ich mir das bei jedem einzelnen von den 8 Billionen Leuten, die es hier gibt, merke. Das ist doch Quatsch. Ja, Fasim. Über was redet der? Guck mal, wir gucken, über was der redet. Sieh an, du willst wohl Punkte bei Gonzales machen, hm? Okay, ja, sag mal. Ja, das ist ja klar. Na, vorsichtig bin ich immer. Fasim. Ja, ich sag's euch, kein Plan, wo der ist. Ich muss jetzt hier wieder durchrennen, jeden Einzelnen angucken. Und da kann mir jetzt jeder sagen, was er will. Na klar, könnte ich mir irgendwo merken, wo die alle sind. Ich könnte aber auch schnell eine andere Sprache lernen. Na, es könnte auch einfach irgendwo stehen. Dann müsste ich das nicht jedes Mal machen. Also das ist einfach Verschwendung meiner Lebenszeit, wie ich finde. Fasim, Digga, kein Plan, wo der Junge rumpimmelt. Irgendwo in Morasul, vielleicht daneben. Vielleicht ist er nicht mal in der Stadt, wisst ihr, wie ich meine? Sondern irgendwo davor oder so. Boah, wie ich's hasse. Alter, der ist wichtig? Genau, guck mal hier. Warum denn entkommen? Das muss der doch nicht wissen. Kafus ehemalige Wachen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kriegst auch eine fette Belohnung. Gonzales wird stolz auf uns sein. Nice, ne? Ich habe Ramirez gefunden. Gut. Wo ist er? Er ist tot. Das wird Ningal bestimmt interessieren. Besser, du erzählst es ihm selber. Ja, also bitte. Zu, welcher weiß, wo der ist. Reinlässt. Hier ist die ausgesetzte Belohnung. Wo ist Ningal und wer ist Nasib? Der Artefakt-Dieb Yusuf ist entkommen. Ach, naja, das spricht natürlich nicht für dich. Aber ich sorge dafür, dass es deinem Ruf nicht schadet. Okay. Ja, dann ist es, wie es ist, ne? Also, dann müssen wir jetzt, Gesundheit. Wo ist eigentlich diese Quest? Ningal. Am besten, du hältst dich da raus. Wirklich ist alles. Ja, das haben wir ja. Ah, da könnten wir noch, ne? Ist das dein Ernst? Da könnten wir jetzt mal noch zu Hamid. Also Hamid, Ningal und Nasib, die müssen wir jetzt finden. Als wenn das so einfach wäre. Nee. Alter. Oh, Mann. Okay, wo könnten die sein? Ja, kein Plan. Hamid, Ningal und Nasib. Hier, du warst ein ganz anderer, gell? Ja, der Ismail.
Hamid. Warst du hier vielleicht irgendwo? Nee. Ich glaube, der war auch early on, habe ich das Gefühl, aber ist ein Gefühl, ne? Jetzt nichts, worauf ich mich verlassen würde. Vielleicht hier noch? Nee, wer bist du hier? Na, Sibia, das ist doch perfekt, guck mal. Wegen der Geschenke für Gonzales. Sprich, was hast du anzubieten? Wir haben so ein paar Dinge geregelt. Alter, ich gebe doch die Mondklinge nicht her. Was denken die denn? Ja. Ich bringe Gold für Gonzales. Ah, ja. Gonzales wird sich freuen über diese Gabe. Gold ist immer gut. Jedoch macht Gold allein nicht glücklich. Okay. Kann ich mit Gonzales sprechen? 75 ist doch... Gonzales ist sehr beeindruckt von deinen Taten. Ja, also. Wenn du mich fragst, wirst du es bei den Assassinen weit bringen, wenn du so weitermachst. Danke. Das wollte ich hören. Geh am besten gleich zu ihm. Er erwartet dich. Stark, okay. Das passt doch schon mal, ne? Jetzt muss ich trotzdem noch Hamid finden. Weiß jemand von euch, wo der ist? Frag für einen Kumpel, ne? Also hier die Assassinen. Scheint niemand zu wissen. Hamid, wer bist du? Sklave, Sklave, Sklave. War hier nicht irgendwo Hamid? Oh ja, ja. Hier ist das Amulett von Ilya. Ausgezeichnet, Sohn der Verlässlichkeit. Hier ist dein Lohn. Mhm. Wenn du Interesse hast, kann ich dir noch ein Geschäft anbieten. Ja, bitte. Erzähl mir von deinem Geschäft. Oh, halt's Maul, Mann. Weißt du, ich stell mir dann immer vor, wie die so in der Redaktion hocken, ne? Wo die so die Dialoge schreiben und dann so, ja, wie schreiben wir das jetzt? Schreib doch einfach hin, erzähl mir von deinem Geschäft. Na, uns wird so ein paar Dullis geben, die das irgendwann knappe 20 Jahre später zocken und immer noch drüber lachen. Junge. Erzähl mir von deinem Geschäft. Ich hätte es auch so formuliert. Gehe für mich zur Oase des Murat und entsende ihm meine Grüße. Okay. Gib ihm das Amulett als Geschenk. Als Geschenk? Er wird es nicht annehmen, ohne dir ein Angebot dafür zu machen. Verstehe. Bei wie viel soll ich einschlagen? Du wirst nichts anderes akzeptieren als die liebliche Jasmin. Sie ist der Preis, den ich begehre. Jasmin, nichts anderes. Verstehe, guckt mal. Wie viel ist für mich drin? Ich gebe dir einen Haufen Gold. Und ich werde mich bei Gonzales für dich einsetzen. Okay. Ja, zum Glück weiß der nichts über unsere Referenzen, wenn es darum geht, Leute irgendwohin zu begleiten, ne? Vor allem nicht Tänzerinnen. Gut, ich bin dabei. Nimm das Amulett und lass dich nicht reinlegen, hörst du? Ja, ja, da haben wir echt Glück gehabt, dass er nicht nach unserem Geschäft gefragt hat, ne? Ja, oh Mann. Ja, dann reden wir jetzt noch schnell mit dem Gonzales, ne? Und dann geht's ab zum Murat. Da finde ich es jetzt gerade witzig, wisst ihr, wie ich meine? Weil da habe ich ja neulich so gemeint, ey, lass doch mit dem Murat einfach Schlitten fahren. Imagine, ich hätte den getötet. Könnten wir jetzt nicht die Jasmina holen? Wir könnten nicht die Folgequest beim Hamid machen, ne? Ist schon spannend, was einem so alles verloren geht, wenn man so irgendwas macht, ne? Aber ist nicht so, als müsste man mir das sagen. Mir ist das schon in weiten Maßen immer klar, dass wenn man hier irgendwas umbringt, dass da eventuell Quests verloren gehen. Aber wie gesagt, ist doch nice, sowas dann für ein nächstes Playthrough noch am Start zu haben. Alter, Ernesto, was geht? Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. So, als wäre ich nicht gerade schon vorbeigegangen, ne? Ningal, moin. Du hast dich also um Morasul verdient gemacht. Starke Rüssi-Ho. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Assassine Ramirez verschwunden ist. Er ist tot. Ich habe Ramirez im Ruinenfeld gefunden. Er ist tot. Das ist außerordentlich bedauerlich. Die Ruinen sind sehr gefährlich. Doch er kannte die Gefahr. Er konnte sie einschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Sandcrawlern gefressen wurde. Nein, sein Tod hängt mit seinem Auftrag zusammen. Hier, das ist für dich. Okay. Ja, ja, eben, da kann man doch bestimmt noch, ne? Welchen Auftrag hatte Ramirez? Aus Bensala ist eine Lieferung Erzrohlinge gestohlen worden. Einige davon sind hier in Morasul bei den Händlern aufgetaucht. Ich habe Ramirez auf die Sache angesetzt. Er verfolgte eine Spur. Er glaubte, den Erzdieb gefunden zu haben. Und wahrscheinlich hat er das auch. Du glaubst, dass der Erzdieb auch der Mörder ist?
Ich will, dass du an der Sache dranbleibst. Safe. Finde seinen Mörder und räche Ramirez. Aber sei dir sicher, dass du den Richtigen erwischst. Ja, das kriege ich hin, ne? Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dir die Kunst der Magie beibringen. Ja, muss nicht sein, aber danke, ne? Wisst ihr, was ich super irre finde? Unter euch sind bestimmt noch so ein paar Leute dabei, die, was weiß ich, vor 2-3 Jahren in den Streams dabei waren oder, ne, vor 1,5, hier und da mal. Und selbst wenn nicht, sagt euch der Name des Spiels Risk of Rain was? Wenn nein, dann hört mal allein in den Soundtrack rein von Chris Christodoulou, den gibt's auch komplett auf Spotify, der ist bodenlos, ne? The Rain formerly Gesundheit. The Rain formerly known as Purple, als Hommage an Princess Purple Rain. Absolutes Masterpiece, meiner Meinung nach. Der Soundtrack ist reaktiv auf das Gameplay und das Spiel ist einfach nur funny, sein Urgroß. Ne? Ich habe mal eine Rezension dazu, eine Review dazu auf meinem Kanal gemacht. Die ist uralt, aber ich denke, die tut immer noch ihren Zweck. Seitdem hat leider, ich glaube, Gearbox, also die Publisher von zum Beispiel Borderlands, das Studio übernommen. Gesundheit, ne? Davor war das, glaube ich, Hopo Games oder so. Und seitdem geht es meiner Meinung nach ein bisschen bergab mit dem Game. Aber alles in allem ist es super funny. Relativ cheap, ich glaube, ich habe da 400-500 Stunden drin und es macht wirklich super viel Spaß. Ne? Also Gameplay, Musik, du bist die ganze Zeit einfach maximal in dem Spiel und da teleportierst du dich quasi von Ebene zu Ebene und grindest so immer weiter voran. Um es ganz kurz zusammenzufassen, du spawnst jedes Mal aufs Neue, sammelst Items, die stacken ihre Werte zusammen, gibt geisteskranke Kombos, verschiedene Helden, die sich alle komplett unterschiedlich spielen, Nahkampf, Fernkampf, Säure, Gifte, Blutungen, Crits, was weiß ich, ne? Ich sag mal, Vampire Survivors für mich persönlich in geil. Oder Brotato für mich persönlich in geil. Und mit Ebenen. Und die Portale, die es da gibt, um die nächste Ebene zu betreten, sehen basically genauso aus, bloß in so rötlich, lila, violett, ne? Wie hier dieser schwarze Sockel, auf dem er hockt. Also das sieht wirklich ultra ähnlich aus, ne? So ähnlich, dass man meinen könnte, das wäre ein Ding. So, das wäre hierher inspiriert oder so. Ist gerade ziemlich irre. So, haben wir hier noch, ne, ein bisschen... Hier steht nichts Neues. Tja, das ist schade. Dachte vielleicht ein bisschen Old Shit, aber es sind alles, ne, Pulte. Trotzdem gucke ich nach. Uninteressant. Okay, Hero. Sind wir schon deep in der Lektüre drin, ne? Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich hoffe, ihr versteht das. Wie sprechen wir den maximal close an? Das muss doch drin sein. Okay, aber dann geht's bestimmt auch, wenn ich auf ihm stehe, oder? Kommst du zu mir, um mir ein Geschenk zu machen? Lassen wir das. Ich will mit dir reden. Na gut. Du hast es bis zu mir geschafft. Also soll deine Mühe auch belohnt werden. Lass uns reden. Alles klar. Erzähl mir was über die Orks. Sie werden von einem eisernen Willen angetrieben, der sie sogar bis hierher geführt hat. Bemitleidenswerte Kreaturen. Die Orks sind in die Wüste gekommen, obwohl sie das Klima und die heiße Sonne gar nicht vertragen. Wenn du mich fragst, werden alle im heißen Sand der Wüste verrecken, noch bevor der nächste Sommer naht. Ich mach mir Sorgen um die Nomaden und ihre geistigen Führer, die Wassermagier. Mhm. Wo ist das Problem mit den Wassermagiern? Die Nomaden folgen ihnen und ihrem falschen Gott Adanos. Ja. Wir versklaven die Nomaden, trotzdem scheint ihre Zahl nur noch größer zu werden. Sie plündern unsere Häuser, überfallen unsere Karawanen und haben nur eins im Sinn. Blut. Die Vertreibung unseres Volkes, der Assassinen aus der Wüste. Wenn wir ihre Führer, die Wassermagier, töten, wären sie nicht mehr so zuversichtlich und mutig. Ja. Sollen wir... Ich weiß nicht, ne? Eigentlich wollte ich ja nur die Assassinenrüstung ergrinden. Ich meine, wir könnten schon Hardcore-Team Belial gehen, ne? Und einfach mal die Wassermagier umbringen. Aber eigentlich mag ich die halt schon gerne, ne? Da ich halt auch so ein kleiner Adanos-Fanboy bin. Was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Aber erstmal hier ihn, ne? Ich bin auf der Suche nach den Schlüsseln zum Tempel. Interessant. Wie kann ich dir helfen? Weißt du etwas über die Schlüssel?
Also gut. Wir sind beide Geschäftsmänner und ich will deshalb nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe einen der Schlüssel in meinem Besitz. Stark. Was verlangst du für den Schlüssel? Die Orks wollen die Artefakte des alten Volkes und drehen in der Wüste jeden Stein um. Mhm. Sie würden jeden Preis bezahlen, um in die tiefsten Heiligtümer des alten Volkes zu gelangen. Dieser Schlüssel ist also einiges wert. Nach dem momentanen Stand der Dinge würde ich ihn dir für 10.000 Goldmünzen überlassen. Meiner bescheidenen Meinung nach geschenkt. Wie hört sich das an? Wisst ihr, das meine ich wieder. 10.000 ist ein absoluter Joke. Ich werde dir den Tempelschlüssel aus deinen kalten Händen reißen. Wir könnten also auch so all-in gehen. Dann würden hier jetzt alle aggro gehen, die ganze Stadt wäre angepisst und das wäre super funny, oder? Ja, rein da. Das kann ja nur gut gehen, oder? Ich werde dir den Tempelschlüssel aus deinen kalten Händen reißen. Und damit den Zorn der ganzen Stadt auf dich ziehen? Aber gut, wenn das dein Wille ist, so sei es. Deine letzte funny, ne? Stunde hat geschlagen. Chill, ich muss schnell quicksaven, aber an einem Ort, an dem es so ein bisschen chilliger ist als hier. Bleib stehen. So, passt mal auf. Wir müssen erstmal ein bisschen Luft atmen, ne? Erstmal brauchen wir ein bisschen Luft. Die sind wirklich alle angepisst. So. Aber wir haben die eiserne Ausdauer des Löwen und so. Und in dem Sinne, let's go. Jetzt geht's los, Leute, ne? Kommt doch alle her. Junge, ich werde euch alle umbringen. Habt ihr den Plot-Twist kommen sehen? Nicht so, ne? Okay, meine Freunde, dann passt mal auf. Ja, chill mal. Euch mache ich komplett nackig. Okay, die tanken ganz gut rein, ne? Aber das kriegen wir hin, Leute. Ich bin da guter Dinge. Den hat er stecken. Wir müssen uns da jetzt komplett einmal durch die ganze Geschichte durchwursteln, aber das wird gut. Naja, wenn er so steht, ist das ideal. Guck mal. So, wir müssen erstmal die ganze Stadt auseinandernehmen und dann müssen wir zu Gonzales rein. Na, ist klar. Und dann zu seinen toten, kalten Händen, die wir... Sag mal, geht's eigentlich? Ja, bin am Warten. Alles klar, da kommt auch jemand. Ah, der Hector ist auch angepisst. Alle sind angepisst. Das ist ja echt perfekt, ne? So, guck mal, die bringen wir alle um. Okay, du hattest keine Hitbox, verstehe, Li. Ist aber okay für mich. Stich! Das war kein Stich, okay, verstehe. Ja, den hat er stecken. Und... Naja, pass mal auf, ey. Der hat das Gift richtig drin, ne? Niemand stirbt hier. Ich nehme den Port, ihr Ratten. Tja, und da... eigentlich habe ich nur einmal gedrückt, dachte ich, der Ilya, ne? Pass mal auf, ich bringe erstmal eure Händler um. Na, dann stirbt nämlich eure Versorgung mit Ressourcen. Ja, Ilya will ein Artefakt. Das ist uns alles egal, ne? Alter, die sind ja alle stinksauer. Sag ich euch, wie es ist, ne? Den hat er stecken. Okay. Wir könnten zu Kor Anga, oder? Und den klar machen, uns zu helfen. Meint ihr, das geht? Ja, safe, oder? Der Ismael. Ich glaub's ja nicht. Guck mal, die haben alle richtig Bock. Ja, die carry ich durch die komplette Stadt. Dann wird's auch kein Problem, die Seelenkelche zu stehlen, oder? Ja, aber dann ist wahrscheinlich der Dude, der uns die Quest gegeben hat, halt tot. Uiuiui, da sind ja echt noch einige. Und da schießt auch jemand. Gut zu wissen. Das ist dein Ende. Okay. So. Anga! Need help! Ja, er ist schon dabei! Anders hatte ich's nicht erwartet, Kor Anga. Na, wie in alten Zeiten. Der Ramon. Ja, wer ist hier schneller mit dem Stich, ne? Wer sticht hier richtig in dein Gesicht? Das ist immer die Frage. Die feuern da so an. Wir könnten unten in die Arena. Ja, let's go. So, ne? Ja, ich bin da. Ihr müsst nur kommen. Ab in die Arena mit euch.
Seelenkelche, schade, wurde auch umgebracht. Aber wir kriegen die EP, das ist doch spitze. Den hat er ordentlich stecken, ne? Ich sehe so halt nix mit der rattigen Fahne da. Schade. Komm nur rum. Stich. Aha. Und Easy Game. Wo nächster? Okay, es will niemand mehr in die, ne? Schade, aber ist wie es ist. Die looten wir ja auch alle komplett leer. Ja, genau so wollte ich es machen. Hier schießt noch jemand auf mich, aber ich sehe nicht von wo. Aha. Ja, komm nur. Easy, ne? Alles klar. So, wie sieht's aus? Na, wer will als nächstes? Ja, komm nur ran, Freundchen. Das stecken, ne? So, let's go. Du Hund. Alter, starker. Okay, dass der noch kam, hätte ich nicht mit gerechnet. Bin ich early mit dir. Ja, das ist im Höhennachteil. Das ist gerade ganz schlecht. Mhm, den kriegt er. Und dann müssen wir mal wieder potten. Haben wir alles im Griff, Leute. Haben wir alles im Griff. Ich hab's Gefühl, das wird eine etwas längere Episode. So eine dunkle Vorahnung, ne? Na, wer bist du denn, Masil? Habe ich mit dir schon mal geredet? Wieso hast du diesen Hit nicht bekommen? Das ist einfach nur Gelaber, ne? Das ist einfach nur Gelaber. Felipe, ich dachte, wir wären Homeboys. Felipe, man wendet sich nicht gegen Familie. Okay, der Felipe ist richtig angepisst. Ist aber okay. Wer kommt als nächstes? Oben ist immer noch der Schütze. Das ist aber okay. Naja, der Elite-Krieger, das ist ein bisschen scheiße, ne? Sollte man hier die ganzen Bogenschützen allmählich drin, das ist ein bisschen doof. Weil die interrupten mich halt, ne? Ja, die interrupten mich böse. Wir müssen weg hier. Wir müssen weg hier. Lass mal potten, ne? Ja, da ist wieder jemand im Gift down gegangen. Alles gut. Alles gut, alles im Griff. Alles im Griff, Leute, alles im Griff. Hab alles im Griff. Was ist denn da schief? Junge, was ist denn da los? Ist da irgendjemand Magier? Da ist offensichtlich jemand Magier. Jetzt muss ich erstmal potten. Alter, what? Die Lage spitzt sich zu, Leute. Nee, nicht mit mir. Ja, die nehme ich hier komplett auseinander. Wir müssen ein bisschen Luft kriegen. Hier können wir gerade nicht mehr. Na, da ist zu viel im Ballungsraum. Ja, da ist zu viel im Ballungsraum. Vor allem ist da irgendwo ein Magier und das ist gar nicht funny, ne? Wie steht's denn um Koranga? Ist das dein Ernst? Was mein Ernst? Das wird sich immer zeigen hier, ne? Oh Mann, ey. Wer ist denn da Magier? Weil, sorry, ne, was auch immer da Magier ist, one-hittet mich halt ziemlich safe, ne? Bernardo, dachte Kumpels, dachte mein Ruf. Ja, es gibt einen Kampf, das seht ihr ganz richtig. So, wer ist hier denn so angepisst als Magier? Da rumpelt richtig der Boden, ne? Ist das crazy? Masib, moin. Willst jetzt auch noch einen Hit mit dem Bogen, bevor du, ne? Richtig zerlegt wirst? Verstehe. Ich sollte mal wieder potten. Wir gehen hier hoch, potten geschwind. Das raffen die never. Schade. Oh Mann, ich hab gerade zugestochen. Das ist so eine Frechheit hier mit dem Bogenschützen, ne? Ja, den haben wir richtig weggeschnitten, ne? Da kommt, glaube ich, der Mage. Hab ich so ein Feeling, ne?
Habe ich so ein Feeling, dass der da kommt. Okay. Wilde Geschichte, aber kriegen wir hin. Seht ihr mal, ne? Hätten wir jetzt nicht die 83 Pots, würden wir ganz schlecht dastehen hier. Tja, Nasib. Hamid, dachte, wir wären Kumpels, ne? Tja, Jasmin können wir uns jetzt auch stecken. Alter, der Ningal rastet ja Vollgas aus. Der zaubert hier rum. Der Ningal, Alter. Na klar, der hat natürlich die Ultramagie drauf. Alter, was der hier abzaubert, Mann, ist ja bodenlos. Ah, Mist. Zu spät bemerkt, ne? Okay, Ningal muss auf jeden Fall weg, aber das kriegen wir hin. Wir könnten gleich mal ein paar Zauber hier irgendwo reinheizen, oder? Was können wir denn da reinheizen? So ein Eisblock oder sowas wäre, glaube ich, sick. Sag mal, wie hat sich denn der Ningal bewegt? Der sah irgendwie krasser aus, als er sich bewegt hat, oder? Der ist anders gerannt und so. Guck mal, wie der da rennt, Alter. Was ist denn mit ihm? Was ist denn mit ihm? Alter, der ist ja komplett verrückt, oder? Sag mal, ist bei dir alles gut, Holmes? Heilt er die? Oder was macht er denn da? Ja, passt mal auf. Ich habe ja auch noch andere Pfeile für euch, ne? So ist das ja nicht. Auch ich kann mehr Damage machen. Ich will gleich mal beim Ningal sehen, wie viel HP der hat. Hier kommt gerade niemand, das ist spitze. So, Ningal, ne? Du wurdest richtig entzündet. Jetzt will ich was sehen hier, wie ihr fackelt. Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das, ne? Elite-Ratilis. Ihr seid in der Überzahl, dafür bin ich klüger. So. Jetzt sind wir hier schon eine ganze Weile dran, ne? Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, wir müssen gleich mal irgendwie zwischenspeichern. Sonst müssen wir das ja alles neu machen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt einsehen. So zum Beispiel, ne? Das geht nämlich flutschzuck dann auf einmal. Ja, müssen wir dringend mal einen mitnehmen. Okay, wir müssen die wieder in die Arena locken. Wir müssen uns um den Ningal kümmern. Alle anderen sind, glaube ich, echt egal, ne? Alle anderen sind, glaube ich, echt ziemlich egal. Israel. Verstecken, die Mondklinge auch gescheitert, ne? Aber ist okay. So viel EP, wie wir hier verdienen, kriegen wir sonst nirgendwo. Ernesto! Oh, Mist. Von wo bolzt der denn jetzt? Wir müssen uns irgendwie um Ismael kümmern, ne? Sonst sind wir voll am Arsch. Jetzt kommt hier ein Skelett hoch, ich kack ab. Aua. Ja, das war abzusehen. Dieser Sieg ist für Beliar. Ja, der ist echt für Beliar. Alter, der Gonzales mischt da auch direkt mit. Ist das verrückt, Leute. Okay, wir müssen uns um Ningal kümmern. Das ist basically die einzige richtig schlimme Bedrohung hier, ne? Am besten bleibt stehen. Der Ningal ist der Stressige. Wir nennen ihn Ningal den Stressigen. So, hier ist schon mal niemand. Das ist spitze. Wie gesagt, wir müssen nur Ningal im Auge behalten. Der Rest ist kackegal. Wir haben, glaube ich, schon gut ausgedünnt, bin ich ehrlich mit euch. Guck mal, das ist der Gonzales. Der Ismael. Da kommt nur, ne? Schade. Warum denn in die Richtung? Ah, hatte ich das Huhn anvisiert. Nicht im Ernst, oder? Da kommen wieder Tausende und da ist safe der Ningal dabei. Für den brauche ich irgendwas. Ich glaube, solange ich im Inventar bin, machen die ja nichts, oder? Ja, genau. Das ist ja der größte Witz, aber na, passt. Eine Gruppenhypnose. Oder eine Eiswelle, ne? Eine Flammenwelle. Das Feuer breitet sich um den Helden aus und verbrennt seine Feinde. Das klingt doch ganz lässig, oder? Das ist dein Ende. Das ist ja frech. Okay, jetzt passt mal auf, Alter. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Achso, das. Ich dachte, das ist persistent, ne? Ich dachte, das bleibt da. Schade. Dann bringt uns das in dem Sinne leider nichts. Auch wenn es super geil ist, ne? Aber das bringt uns nichts.
Wir brauchen mehr Action. Dann muss es eine Eiswelle sein. Und in dem Sinne müssen wir auch schon ein bisschen potten. Können wir potten? Ohne dass es hier uns jetzt rausnimmt. Dann ist man ja als Magier einfach nur broken. Na, du kannst die einzige Ressource, die sich erschöpft, permanent wieder aufladen. So, das ist ja super witzlos, oder? Wo ist der Ningal? Naja, ich muss nur wissen, wo du bist, Ningal. Dann können wir richtig schön unser Play laufen lassen, na? So. Höhenvorteile würde ich ungern nutzen. Das ist mir dann auch eine Ecke zu cheaty. Aber ich will wissen, wo Ningal ist. Komm schon, na? Mal wieder auf den Gonzales shooten. Dann vielleicht mal wieder einen Pot nehmen, oder? Ups, ja, nehmen wir mal schnell einen Pot rein. Schau mal, die halten gar nicht an, wenn ich Waffe wechsle. Ist okay, haben mehr Gehalt, als wir verloren haben. Das Wichtigste. Und Gonzales quasi down. Weiß ich ja nicht. Ich habe das Gefühl, ich werde euch töten, ne? Aber ist nur eine Vermutung. Den hat er. Stark. Oh, Mist. Das wäre ungünstig gewesen, da jetzt zu sterben. So, wir müssen eine kleine Weile rennen, weil der Pot jetzt muss safe sitzen. Der Wüstenbanger, ich glaub's ja nicht. So, warum sind die stehen geblieben? Holen wir die wieder ab. Wir können schon mal Gonzales looten und ihm den Schlüssel aus seinen kalten, toten Händen ziehen, ne? Schade, dass man die Messer nicht auch mit Rechtsklick looten kann. Das wäre der Hammer. Was glitscht hier rum? Da ist doch gerade irgendwas durch den Boden gefallen, oder? Der Ektor. Da ist der Ningal. Okay, ich sehe ihn. Das ist doch schon mal spitze. Da müssen wir hin und eine Eiswelle starten, ne? Ja klar, alter Ernesto, geh doch weg jetzt, du dummer Pisser. Wieso hat es ihn nicht getroffen? Das ist doch nicht sein Ernst, Alter. Das ist doch nicht sein Ernst, wie er mir den kompletten Moment ruiniert hat. Der Ernesto, ich glaub's ja nicht. Ningal ist der stressigste Typ, den es hier gibt, ey. Niemand ist hier ein Problem, außer diesem Dude. Einfach legit niemand. Haben wir die jetzt hier alle weg, ne? Ja. Ningal, du Ratte. Ja, Ernesto, mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen, das sage ich dir aber, ne? So nämlich, guck mal. Pass mal auf, Freundchen. Kriegst einen Stich. Na, und dann Schlitz. Das gibt's nicht. Alter, wie hier jedes Mal einer am Interrupten ist. Es ist so bodenlos. Na, also so Gruppenkämpfe, da zieht man schon gut mal den Kürzeren. Aber wir kriegen die hin. Viele sind's, glaub ich, nicht mehr, oder? Die alle zu looten wird, glaube ich, das größere Problem. Ernesto, du Ratte, nur wegen dir hat das vorhin nicht gut geklappt, ne? Wer bist du denn? Ach so, ja. Das passt, glaub mir, das passt. Der Kafu, ne? Auch am Start mittlerweile. Guck mal, der ist von unten extra hochgekommen. Ist das verrückt? Ist das verrückt? Ich hätte so gerne irgendwas mit Area of Effect, das wäre so geil, ne? Wir sind geschlagen. Ihr seid geschlagen? Die hauen ab? Der haut einfach ab! Es gibt da so eine Sequence, so von wegen, die sind geschlagen, Alter? Ist das geil? Ich hab die Ausdauer eines Wolfes, Leute. Ich krieg euch, keine Sorge. Die haben sich voll aufgelöst, oder? Das ist ja verrückt. Das ist ja komplett verrückt. Alter, der hat noch Bock, oder wie? Der haut einfach ab. Ja, eben. Tja, Freundchen, nicht mit mir. So, und wo ist jetzt der Ningal, ne? Wer bist du? Tja, Händler. Mhm. So sieht's aus, Freund. Wer ist da noch gestorben? Irgendjemand am Brandschaden oder was? Wart's ab, dich krieg ich. Oh, der Rattling. Der kleine Rattling. Aber wart's ab, wie gesagt, dich hole ich noch, Freundchen. Mhm, so sieht's nämlich aus. Alles klar. Ja, lief doch eigentlich gut, oder?
Also nur ein Toter, das ist voll okay. Oder waren es zwei? Ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Alles in allem, stark. Jetzt müssen wir bloß noch die ganzen Leute finden, ne? Das könnte ein bisschen stressig werden. So, alter Feuerpfeil, bleib tatsächlich da, ne? Haben wir diese Erkenntnis auch mal gesammelt? Ist eigentlich der Koranga hier gestorben? Oder wie sieht's da aus? Ja, Tatsache, guckt mal. Hier ist ja gefühlt jeder gestorben. Ist ja irre. Und die Arena-Kämpfer hocken da einfach rum, ne? Ist, als wäre hier mal gar nichts passiert. Ja, Anga, das tut mir super leid. Der schwarze Robert, den du noch hattest, wird bei mir in Ehren weiterleben. Von Marsil, ja, das ist uns eigentlich egal. Wäre wahrscheinlich gut gewesen, um hier Leute zu überführen, so, ne? So von wegen, achte drauf, dass das der Richtige ist. Jetzt haben wir Ningal halt nicht fertig gemacht. Das geht mir ein bisschen auf den Piss, ne? Das geht mir so ein bisschen auf den Piss, sage ich euch, wie es ist. Das wäre jetzt schon noch geil gewesen. Das wäre mit Abstand der stärkste Kämpfer hier, oder? Also mit fettem Abstand. Mit fettem, fettem Abstand ist das hier der stärkste Kämpfer. So. Dann müssen wir nachher unbedingt noch die ganze andere Geschichte abchecken. Ich sehe schon, wird eine bisschen längere Episode, ne? Ja, ja. Und der Ernesto, Alter, der war auch ein richtiger OP-Boy, oder? Dank ihm haben so viele überlebt. Ich meine, hätten wir da richtig reinwirbeln können, hätten wir zwar nicht direkt alle getötet, so, ne, aber wir hätten schon richtig viel Damage gemacht da. Und halt vielleicht einen Nasil rausgeholt. Ningal meine ich natürlich. Der Nasali, ne? So. Alles klar. Wie ein wahrhaftiger Assassine, Junge. Wir haben uns hier, ne, richtig hochgeschlichen in der Hierarchie. Dann alle umgebracht. Ich hoffe, das halt nicht bis nach Ishtar. Ich kann es mir nämlich schon vorstellen. Wenn in Ishtar, würde ich schon noch gerne den beidhändigen Rattenkampf mitnehmen, ne? Da noch die höhere Stufe lernen. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Wenn nicht, ist auch nicht ultra schlimm so, ne? Dann eben in einem potenziellen nächsten Playthrough, wenn ich da wieder im Nahkampf Bock hätte. Das wird sich zeigen. Also so geil, wie die, ne, Magie hier stellenweise ist. Genau, Questerfolg, finde vierten Schlüssel. Kalisch will den Tempelschlüssel von Morasul. Genau, das könnten wir theoretisch jetzt auch machen. Mist, Alter. Ich glaube, dass Ningal weggerannt ist, ist nicht ideal für uns. Weggerannt. Ja, du, alles in allem, haben wir die gut abgeholt. Wie steht's denn jetzt um den Ruf bei den Assassinen? Findet das jetzt irgendjemand stressig? Ich habe irgendwie das Gefühl, das juckt den Ishtar niemanden. Aber ich könnte natürlich auch massiv falsch liegen, ne? Versteht mich nicht falsch, das kann schon sein. Aber wie gesagt, selbst wenn, wäre das jetzt nicht ultra wild, finde ich. Dafür war es mega funny. Auch wenn meiner Meinung nach, oh nein, da hat's auch einen erwischt. Das tut mir super leid. Ist der, ah ja, der ist am Feuer gestorben, ne? Naja, ja, I'm so sorry. Kann ich den jetzt hier weg? Bis später. Ja, bis später, Alter. Weil mit dem bin ich jetzt ja quasi verbündet, weil ich ja hier ihre Herren auseinandergenommen habe, sozusagen, ne? Das heißt, ich müsste jetzt vielleicht irgendwie mal zum Medarion oder Riordian und sagen, ey, Alter, ich habe das übelst klar gemacht, ihr könnt da jetzt hin und, was weiß ich, den Namen Adanos verbreiten oder so. Unmöglich. Ja, da, perfekt. Unmöglich lieben wir, Hero. Unmöglich ist genau unser Ding. Guck mal hier. Achso, zu wenig Mana. Ich dachte gerade schon, was war das denn? Das ist ja hyper unfair. Du bist so im Inventory, ne? Hast gerade übelst Leute weggeröstet mit deiner Magie, pottest dich schnell voll, der Wein passiert dir gar nichts und dann... Unmöglich. Ja, also das ist ja komplett verrückt, wie bodenlos man hier mit Magie sein kann. Oh, ich hasse es so sehr. So nicht. Ja, ja, eben. Natürlich nicht so. Ich will die doch öffnen und nicht nochmal Alohomoran. Ass, ne? Ziemlich ass, was da abgeht. Und was hier noch Phase ist. Oh, ein Ordensschwert. Das schon gesegnet kommt, ist das. Das ist schon ziemlich geil, ne? Stabile Metalltruhe, ja bitte. Abgebrochen. So, na, wie sieht's hier aus? Ja. Eher lame, wie ich behaupten würde. Hat er was hinter seiner? Ja, natürlich. Of course. Ja. Ein Vergessenszauber.
können wir den ja auf irgendjemanden setzen und sagen, ey, da ist ja eigentlich gar nichts passiert, ne? Dass hier wurden gar nicht alle getötet. Das kommt euch nur so vor. Okay, ja, stark, ne? Haben wir das geregelt. Öffne den Tempel von Morasul. Ja, das können wir noch machen. Das ist jetzt die einzige Quest, die hier verblieben ist, ne? Ruf bei den Assassinen, 52. Ruf in Morasul, 75. Ja, also alles gut eigentlich. In dem Sinne sehen wir uns, ne? Nächste Episode. Bis dahin wünsche ich euch was. Lasst ganz viel Liebe da. Euer P. Ade. Du findest dich ja leicht abnehmen. Rede mit dem Reden. Aber gib jedem nur einen Stecken. Ja, noch kein Einhand. Noch kein Zweihand. Noch kein Kleinkram. Ich spiele kein Minecraft. Ich zieh meine Runde mit Diego durch die alte Hood. Im alten Lager war das damals unser täglich Brot. Vergib uns heute, denn es gibt so viele Beute. Yo. Bin beliebt, treffe ständig neue Freunde. Yo. Neue Folge. Yo. Wieder Gothic. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Abo, Iren, Hulu, Mulu. Warum guckst du so viel YouTube? Abo, Iren, Hulu, Mulu. Warum guckst du so viel YouTube? Ist meine Wurst, Bruder. Ist meine Wurst, Bruder. Ist meine, ist meine, ist meine, ist meine, ist meine Wurst, Bruder. Ist meine Wurst, Bruder. Ist meine Wurst, Bruder. Ist meine Wurst, ist meine Wurst, Bruder. Willst du Schläge? Hör sofort damit auf! Hör sofort damit auf!